Bisher ist im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise im Wesentlichen über die Folgen in Europa und in den USA gesprochen worden. Und natürlich standen bei uns in Deutschland besonders die Unternehmen im Vordergrund, die wir kennen, weil wir dort einkaufen, weil wir dort essen, weil Verwandte und Freunde dort beschäftigt sind. Das ist völlig normal. Trotzdem ist es wichtig, den Blick einmal über den Tellerrand hinaus zu lenken. Wenn inzwischen das Virus bei 192 von 195 Ländern angekommen ist und Infektionen dort ausgewiesen werden, ist klar, die gesundheitliche Krise ist eine globale. Und damit ist auch die ökonomische Krise ziemlich sicher eine globale. Bisher sind da aber wenig Maßnahmen ergriffen worden. Aber wenn man sich schon mal vorstellt, dass in manchen Ländern natürlich das Gesundheitssystem wesentlich schwächer ausgestaltet ist, und die ökonomische Kraft, so eine Krise abzufedern, sehr, sehr viel geringer ist, wenn jetzt schon Schuldenstände sehr hoch sind. Oder wenn man nur daran denkt, wie sehr manche Länder vom Tourismus abhängig sind, der jetzt praktisch völlig zum Erliegen gekommen ist, dann ist ziemlich klar, dass es da eine große Anstrengung auch internationaler Solidarität braucht, damit es nicht eine gigantische humanitäre Katastrophe wird. Der Nachtragshaushalt der Bundesregierung hat da bisher nicht ausreichend Vorsorge getroffen. Er hat nicht entsprechende Mittel für internationale Zusammenarbeit eingestellt. Ich glaube, das ist ein Fehler, da muss nachkorrigiert werden. Und es braucht von Seiten von Weltbank und Internationalem Währungsfonds, vielleicht auch auf der G20-Ebene, Initiativen, wie man jetzt die globalen Auswirkungen auch eindämmen und gezielt wirtschaftlich schwächere Länder unterstützen kann. Ökonomen haben gefordert, Kapitalverkehrskontrollen jetzt auch zuzulassen. Denn was wir beobachten können, ist schon jetzt, dass das Geld aus den Entwicklungs- und Schwellenländern zurück in die wirtschaftlich starken Regionen, also insbesondere den Dollar- und den Euroraum, schwappt. Das zeigt schon mal, was die Märkte erwarten, wie diese Krise in manchen Ländern wirken wird. Es zeigt, wir haben da Verantwortung. Das Virus ist in diese Länder besonders durch Tourismus und Geschäftsreisende gekommen. Und so wie der Virus global ist, muss es auch dann unsere Verantwortung sein.